Die beiden, Aufnahme die läuft. Studio, Leute. Okay, darf man? Mhm. Schnitt? Gut. Jessica, schön, dass du dir kurz Zeit genommen hast, aus dem Seminarraum rauszukommen. Und ja, wir sind ja an dem Wochenende wieder in der Präsenzphase Kulturwissenschaften und komplementäre Medizin. Vielleicht einmal ganz kurz für unsere Zuhörer, dass du dich einmal kurz vorstellst und ja, was du so machst. Ja, ich bin Jessica Wielenz, bin 28 Jahre alt, komme aus Münster, habe Philosophie und Sinologie studiert und auch nebenbei meinen Heilpraktiker gemacht. Ja, und bin letztlich irgendwie, oder sagen wir so, es ist irgendwie zu mir gekommen, durch vor allem Manfred Gubny, einen Sinologen, mit dem ich mich sehr gut verstehe. Und ja, habe mich dann dazu entschieden, dieses Studium zu machen und bin von ganzem Herzen dankbar, es machen zu dürfen. Also es ist einfach nur toll. Kannst du vielleicht den Zuhörern noch ein bisschen was erzählen? Du bist jetzt schon ein halbes Jahr dabei oder im ersten oder zweiten Semester? Oder? Im ersten Semester. Im ersten Semester. Kannst du schon vielleicht für dich einen Nutzen für deine Patienten ziehen? Oh, in so vielerlei Hinsicht. Also es ist eigentlich jedes Wochenende, wenn ich hier rauskomme, dass ich mich total energetisiert fühle und das zugleich dann auch in meine Praxis weitertrage. Also es ist so von den Rückmeldungen von den Patienten her, ich probiere natürlich dann auch einige Sachen aus, viel Begeisterung da. Sehr schön. Ja, danke. Gerne. Viel Spaß noch beim Studium. Vielen Dank. Danke, Jessie.